came to undermine our society. They will take away everything you've ever believed in. Auf ihrem neuen Album kommen die Hamburger Hip-Hopper als Teenager vom Mars. Wir haben uns halt gefragt, was passiert, wenn Leute von woanders hierher kommen würden. Was würde denen dann als erstes auffallen, einer gesamten Menschheit? Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Sachen, die uns auch heute, obwohl wir ja hier geboren sind, sehr befremdlich erscheinen. Schon der Titelsong legt den Finger in die Wunde. Im All wissen es alle, ihr könnt Fremde hier nicht leiden. Leider höchst aktuell und wahnsinnig bestürzend, dass das sich gerade in so vielen Plätzen auf der Welt und auch leider viel zu viel in Deutschland niederspiegelt. Und dass man einfach den Menschen dabei zuguckt, wie sie jegliche Empathie vermissen lassen. Teenager vom Mars, überlebensgroß. Es scheint, als hätten sie den weiten Weg aus dem All zurückgelegt, um den Erdlingen die Leviten zu lesen. Materialisten und Besitzstandswahrer, Rassisten und Schlagerfans, sie alle bekommen ihr Fett weg. In einer Welt, wo es an allen Ecken brennt, Länder pleite gehen, Asylbewerberheime brennen und täglich irgendwelche Wahnsinns-News auf uns einprasseln, wenn dann eine Gesellschaft sich plötzlich darauf einigt, dass das neue Ding jetzt Schlager ist, wo weder irgendwas davon thematisiert wird, noch irgendeine Art von Haltung zu sehen ist, dann hat das nicht nur was mit schlechtem Musikgeschmack zu tun, sondern dann sagt das auch was über unsere Gesellschaft aus. Wenn die drei Hamburger von der Liebe singen, ist ihre Ode an das Zwischenmenschliche mehr als kitschige Zweisamkeitspoesie. Für uns ist Popmusik am stärksten, wenn Unterhaltung und Haltung zusammenfinden. Also wir haben nichts gegen eine super Party anzuwenden und wir wollen auch entertainen. Wir wollen, dass die Leute sich unterhalten fühlen, wenn sie unsere Platten hören oder auf unsere Konzerte kommen. Aber genauso gehen wir mit offenen Augen durch die Welt. Klar, der Spaßfaktor kommt nie zu kurz bei den dreien. Aber die nicht mehr ganz so jungen Teenager vom Mars sind eben auch mit klaren Botschaften gelandet.